Garrus. Und komm, wir hatten James und Snevali nicht mehr dabei. Ich kann eigentlich mal wieder eine andere Waffe ausprobieren, ne? Maschinenpistolen. Probieren wir die Bloodpack Punisher aus. Wiegt die Waffe viel? Ja, es geht. Erhöht Schaden. Und dass das Thermomagazin nicht verbraucht wird. Das klingt doch vielversprechend. So. Immer noch 200%. Gut, dann probieren wir noch. Nee, Schrotflinten. Also, Schrotflinten machen keinen Sinn bei mir. Die probiere ich auch gar nicht aus. Die Scorpion ist neu. Komm, dann probieren wir die Scorpion aus. Nehmen wir noch ein verringertes Gewicht. Damit die Kräfte quasi fast nicht beeinflusst werden. So. Der darf behalten, was er hat. Nur vielleicht ein bisschen Damage-Erhöhung. Erhöht den Schaden. Waffengewicht. Ermöglicht Kugeln durchdringen. Ja, warum nicht? James hatte ich eine Weile nicht dabei, den kann ich bestimmt skillen. Machen wir mal den Kryostrahl hoch. Die Abwehrdrohne ist... Nee, nee, nee. Ja. Brandmunition. Erhöht Gesundheits- und Panzerungsschadensbonus, steckt Feinde durch eine Explosion in Brand, die im Umkreis... nee. Den Flat Damage erhöhen. Das klingt schon gut. Dann würde ich sagen, er kriegt Blutbad. Und zwar, reißen Sie ein Ziel mit diesem mächtigen Angriff in Stücke. Großer Kollateralschaden bei Feinden in der Nähe. Effektiv gegen Panzerung. Erhöhen wir den Schaden. Machen Sie Feinde handlungsunfähig, indem Sie sie zu Boden schlagen. Das nehmen wir. Erhöht Schaden gegen gepanzerte Einheiten um 65%. Ja, hauptsächlich dagegen werden wir es verwenden. Also, das passt. So. Cerberus-Einsatztrupps haben eine Großstadt auf Benning infiltriert. Zuerst hieß es, sie würden Zivilisten rekrutieren. Aber inzwischen sieht es so aus, als würden Leute gegen ihren Willen verschleppt. Erzählen Sie mir mal was Neues. Wir haben ein Aufklärungsteam hingeschickt. Und Cerberus hat mit Angriffen auf Zivilisten und öffentliche Einrichtungen reagiert. Offiziell lehnt Cerberus jede Verantwortung ab und verurteilt die Aktion. Entweder lügen sie, oder wir haben es mit einer Splittergruppe zu tun. Das wird ihnen noch leid tun. Ganz genau. Sichern Sie das Gebiet, damit wir dem Rest der Stadt helfen können. Nähern uns dem Zielpunkt, Commander. Verstanden, Lieutenant. Die Leute da unten zählen auf Sie, Commander. Hackett Ende. Ich glaube, hier treffen wir auch auf ein altes, bekanntes Gesicht. Ich empfange jede Menge SOS-Signale von Zivilisten, Commander. Die meisten kommen aus der oberen Straße. Glaube ich. Ich registriere dort auch eine größere Ansammlung von Cerberus-Truppen. Ach nee, das ist sowas. Okay, nein, dann nicht. Dann nicht. Schon unterwegs. Da habe ich mich dann jetzt vertan. So, wer aktiviert seine Munischäden? Panzerbrechend oder Brand? Machen wir Brand. So. Wir gucken uns genau um. Vielleicht sehen wir irgendwas Interessantes. Entschuldigung. Okay, ich kann nichts machen. Die Entfernung, warum auch immer. Das Ablenken funktioniert, Commander. Zivilisten sind unterwegs. Oh Gott, verzieht's die Waffe. Holy moly! Boah, die Waffe gerade zu halten ist unmöglich. Okay. Ja, das war die mit diesen Explosivgeschossen. Kondensatorhelm! Was habe ich schon gemacht?
Gut, dass ich die nur für diese kleine Mission hier habe. Die oberen Straßen sind frei. Zivilisten steigen in die Transporter. Moment, Commander. Was gibt's, Lieutenant? Ich registriere Dutzende von Zivilisten, die aus der Stadt fliehen, und Cerberus-Truppen sitzen ihnen direkt im Nacken. Wo sind sie? Übermittle Koordinaten. Sie können sie dort abfangen. Wir müssen uns beeilen. Ja, gehen wir mal von da drüben. Dahin. Das ist auch eine Multiplayer-Map, das hier. Ups. Das sind halt eben quasi diese Missionen für die B-Ware, Leute. Achtung! Nemo, falls du das hier liest, halte dich vom Taxistand fern. Es wimmelt dort von Cerberus-Soldaten. Ellie. Hm. Haben wir zu spät. Okay, da ist die Punisher sogar noch besser in dem Fall. Hi. Verstärkung ist eingetroffen. Versuchen Sie, Ruhe zu bewahren. Ein bisschen zumindest. Ruhe bewahren. Bleiben Sie einfach unten. Commander, es sind weitere Cerberus-Truppen in Ihre Richtung unterwegs. Wir halten hier die Verteidigungslinie und decken die Flucht der Zivilisten. Oh. Kommt da unten mein Geschütz rein? Bye. So, das wird erledigt. Schnell zu dem Landeplatz. Der Geschütz hat es auch erledigt. Ausgezeichnet. Die Waffe verzieht halt übel, ansonsten wäre sie ja in Ordnung. Hab dich! Zivilisten sind doch in die Richtung hier, oder nicht? Ich hab's irgendwie aus den Augen verloren, muss ich zugeben. Egal, wenn ich alle Gegner umbringe, natürlich das, was ich machen soll. Kommt von hier, glaube ich. Autschi. 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 Dann machen wir jetzt mal das hier. Und bye. Hä, von wo? Da! Oh Gott! Sakrament, wo sind denn die? Ach, das ist. Boah. Das sah gerade irgendwie böse aus. Wow! Ich glaube, ich muss mir mal irgendwas holen, mit dem ich mehr überlebe. Die Mission backt jetzt aber nicht, aber, oder? Weil da kommen wirklich sehr viele Gegner, ohne dass irgendwie ein Anzeichen ist, dass das weniger wird oder dass ich irgendwas beschützen soll, auch wenn es dran steht. Nee, das backt. Ah, okay. Oder auch nicht.
Feinde in unmittelbarer Nähe geortet, Commander. Verstärkung rückt vor, um die Evakuierungsroute zu sichern. Gute Arbeit von allen. Cortez, wir treffen uns am Landeplatz. Verstanden. Okay, das war's jetzt. Na gut. Waren es nicht mal drei? Kann das sein, dass ich irre? Okay, da habe ich die Mission jetzt verwechselt. Tatsächlich. Aber wann kommt denn dann die andere, die ich im Kopf habe? Wir kriegen Berichte über Angriffe gegen andere Städte auf Benning rein. Leugnet Cerberus noch immer seine Beteiligung? Ja, und diesmal glauben wir ihnen sogar. Unschuldige Menschen zu erschießen ist nicht ihre Art. Jedenfalls haben die Zivilisten da unten jetzt eine Chance. Wir verstärken unsere Stellung und holen die Leute raus. Danach befreien wir den Rest des Planeten. Hoffentlich gelingt uns das auch auf der Erde. Eines Tages, Commander. Bis dahin müssen wir einfach reagieren. Weitermachen. Sir, jawohl, Sir. Oh, es gab auch noch mal Ruf. Reaper haben also keine Kolonien. Man kann sie nicht bombardieren, weil man sonst die Reste seiner eigenen Planeten zerstört. Commander, Chief Engineer Adams würde gerne unten im Maschinenraum mit ihm reden. Okay. Der müsste ja vermutlich trotzdem dann immer noch hier sein. Edie steuert die Normandy nicht. Sie ist die Normandy. Nein, sie ist ein Passagier auf der Normandy, genau wie wir. Das Schiff flog schon durch den Weltraum, da hat Edie noch gar nicht existiert. Techniker Donnelly hat recht. Die Normandy SR-2 war schon vor meiner Installation absolut raumtauglich. Sehen Sie? Edie stimmt mir zu. Edies Geist und die Normandy bilden jetzt eine Einheit. Sie könnten die Prozessoren im KI-Kern nicht einfach auf ein anderes Schiff verfrachten. Techniker Adams hat recht. Die Prozesse, die mein Bewusstsein formen, sind über das ganze Schiff verteilt. Sehen Sie? Edie stimmt mir zu. Aber anders als bei Edie hätten unsere Gehirne nicht ohne unsere Körper existieren können. Das ist bei organischen Wesen eine Voraussetzung. Aber sie müssen diese beschränkte Definition von Leben hinter sich lassen. Joker steuert die Normandy. Und er übernimmt nicht Edies Körper, wenn er das tut. Wenn Edie das Schiff steuert, ist sie ein Pilot, genau wie Joker. Edie steuert die Normandy nicht, sie ist die Normandy. Nein, sie ist ein Passagier auf der Normandy, genau wie wir. Edie kann die Normandy mit ihren Gedanken steuern. Sie sieht, hört und fühlt über die Sensoren des Schiffes. Die Normandy ist ihr Körper. Ich habe Edies Körper gesehen und ihre Kurven sind um einiges eleganter als die Außenhülle der Normandy. Okay, wow. Nun, was denken Sie, Edie? Sind wir mehr als unsere Gedanken? Ich bin raus. Noch mehr davon und mein Schädel explodiert. Was, das deswegen ich runtergerufen wurde? Commander, erinnern Sie sich daran, dass bei Überlastung der Kern möglicherweise in den Maschinenraum entlüftet wird? Ja, hast du erzählt? Daniels, Donnelly, Edie und ich haben gemeinsam darüber nachgedacht. Das Entlüften passiert, wenn die IES-Kühlkörper im gegenläufigen Zyklus sind, während der Hauptkern maximale Energie benötigt. Etwa bei kinetischer... Naja, Kenneth möchte sagen, dass wir das System wahrscheinlich sicherer machen können. Und was braucht ihr dafür? Wir brauchen nur ein GX-12-Thermalrohr. Leider sind wir vom Allianz-Nachschub abgeschnitten. Könnten Sie beim nächsten Besuch auf der Citadel danach Ausschau halten? Ich habe hier die Spezifikationen. Sind diese Modifikationen wirklich nötig? Eine Sicherheitsfrage, aber nicht kritisch. Bei schwerem Beschuss der kinetischen Barrieren, bei gleichzeitigem Flug mit hoher Geschwindigkeit, kann durch Entlüften Plasma in diesen Bereich gelangen. Jeder in diesem Raum würde dadurch atomisiert. Ausgezeichnet. Das ist aber mehr als bloß eine Sicherheitsfrage. Naja, unter den genannten Bedingungen ist das Schiff sowieso so gut wie verloren. Aber wir wollen doch jeden möglichen Vorteil, oder? Wenn ich eins finde, entscheiden die Kosten. Etwas anderes ist vielleicht sinnvoller. Natürlich, Commander. Da ich ja theoretisch die ganzen Shops von der Citadel unten habe in diesem Computer, schaue ich jetzt einfach mal. Hey Esteban, dafür, dass Ihr Shuttle so unauffällig ist, wird es aber oft beschossen. Naja, die Tarnsysteme des UT-47A funktionieren nur für Wärme. Möchtet ihr euch vielleicht nebeneinander stellen, während ihr miteinander redet? Das heißt, uns zwar kaum ein Sensor... Ich kann euch hören! Hallo! Okay. ...sobald mal jemand nach oben schaut. Zeit für ein Upgrade. Die meisten Scanner und Ortungssysteme operieren bei mittleren Frequenzen. Ja. Redet einfach nur weiter, ihr Irren. So.
Nope. Noch nicht. Zu unserem Glück sind sie wirklich gestrafter fast Pfeilfisch. So ein guter Pilot, wie sie glauben. Sonnenfisch. Ja, sicher. Skaldfische von Ilium. So. Sirta gibt's nix. Kassa, Inferno-Panzerung, nein. Ego Munition, nein. Da war ich gerade, Spectre-Ausrüstung. Information über Bilal Osobo. Der Allianzsoldat Bilal Osobo, Sohn von Botschafter Dominik Osobo, ist während des Einsatzes auf Benningen verschwunden und wahrscheinlich gefallen. Zivilisten, die Schwarzmarkthandel mit dem Besatzern von Osobos treiben, haben Erkennungsmarken gefallener Allianzsoldaten beschafft, darunter auch die von Bilal. Dieser Beweis, dass er tatsächlich tot ist, würde seinen Vater beruhigen, um den Schwarzmarkthandel abschalten zu können. Soll die Erkennungsmarke mit der Erklärung übergeben werden, dass das Spectre sein... Ja, doch. Schon. Ja. Hier ist nix. Schwerer Pistolenlauf. Ultraleicht. Diese Röhren kanalisiert gewaltige Mengen von... Das wird es wahrscheinlich sein. Egel-Thermoröhre. Da. Hier ins Maschinendeck. Commander, gute Nachrichten von der Installation des Thermorohrs, das Sie uns besorgt haben. Es lief alles fantastisch. Viel besser, als wir erwartet hatten. Hab ich doch gesagt. Es wird noch besser. Beim Verbinden mit den E-Zero-Kondensatoren hatte unsere Miss Daniels hier einen Geistesblitz. So weit würde ich nicht gehen. Sie und Donnelly hatten eine Idee zur Verbesserung unserer Kondensatorenanordnung. Edi und ich haben das aufgegriffen und unsere Schlussfolgerungen dokumentiert. Unser Kern ist zu kompakt, um diese Theorien umzusetzen. Aber es könnte den Technikern beim Tiegel helfen. Wenn sie es wünschen, schicke ich ihnen die Pläne. Tun sie das. Jawohl. Gute Arbeit von allen. Gut, dann wird das geklärt. Ein kleiner Nebenauftrag. Hat jetzt Liara eigentlich irgendwann mal irgendwas zu irgendwie irgendwas zu sagen hier, ne? Also, Liara, wir hatten eine gewisse Vorgeschichte. Diese Vorgeschichte bedarf ein wenig Pflege. Ja? Haben wir neue Techniker für den Tiegel? So, Informationen zur Schlacht von Arcturus. Waffenschaden oder Schilde? Ich nehme Schilde. Die versucht haben, gestohlene Proteaner-Technologie vom Planeten Garvuk zurückzuentwickeln. Offiziell werden sie immer noch wegen Unterschlagung proteanischer Technologie vom Rat gesucht. Und sie spielten wohl bei dem illegalen Krieg eine Rolle, den Zonex auf Garvuk angezettelt hat. Der Rat wird sie bestimmt amnestieren, wenn sie dafür beim Tiegel helfen. Gib diesen Wissenschaftlern Straffreiheit und schicke ihnen eine Einladung. Sofort. Sie will tatsächlich mit uns reden. Ich habe Zeit, wenn Sie reden möchten. Etwas Ablenkung täte mir gut. Was beschäftigt Sie? Wie lange die Reaper für die Proteaner gebraucht haben und wie lange sie wohl für uns brauchen. Bei den Proteanern waren es Jahrhunderte. Wir sind nicht so weit verbreitet, aber 100 Jahre dürften es schon auch sein. Es ist egoistisch, aber selbst wenn wir scheitern, ich bin erst 109 und könnte das Ende des gesamten Zyklus noch miterleben. Erst 109? Was? Ich weiß, man beschwert sich nicht über eine Lebenszeit von 1000 Jahren. Ich fand es immer traurig, dass die meisten Aliens nur so kurz leben. Die Salarianer haben es am schlimmsten. Es ist gar kein Privileg, alle zu überleben. So viel Tod zu sehen. Sie könnten weiterkämpfen. Ich weiß, es ist schwer, schon zu sehen, wie sie beschossen werden. Wir haben zwar noch andere Anführer auf unserer Seite, aber keiner bringt uns so weit wie sie. Ich frage mich, wie sie das machen. Mache das natürlich alles für sie. Oh komm, sind wir mal so richtig in your face. Vor jedem Weltuntergang denke ich an ihren Wutausbruch, falls ich ihn nicht verhindere. Ich weiß nicht, ob ich es ohne sie könnte. Schmeichler. Ich versuch's. Wir sehen uns bald, Shepard. Ach, wie putzig. Gut. Arbeiten Sie an irgendwas? Ich helfe bei der Entschlüsselung einiger Elemente des Tiegels. Audiolog von Grunt spricht mit neuen Rekruten der Kompanie Adalag. Theoretische Partikelphysik auf der Basis spezieller Duodezimalmathematik ist nicht unbedingt mein Fachgebiet. Und unser eigener Proteaner ist so hilfreich wie immer.
Ja, der sitzt da, schnüffelt den Boden auf und beschwert sich, dass Grunt so aggressiv war. Gut. Hat unser Mr. Kalibrator was zu sagen? Im Moment nicht. Im Moment nicht. Ausgezeichnet. Dann wäre das geklärt. Vielleicht mal unsere Reporterin nochmal besuchen. Vielleicht ist da nochmal irgendein Gebäsche oder so. Ach, die war ja eins tiefer. Im Maschinendeck. Bei den Rachni muss ihnen doch das Wasser im Mund zusammenlaufen. Eine Story nicht bringen können. Geheimer geht's nicht mehr. Ich nehme an, eine Panik wäre die Folge. Aber würde die Neuigkeit nicht die Rekrutierung erleichtern? Es könnte auch einen Kroganer mit diplomatischer Immunität verärgern. Nein, danke. Cerberus startet Stealth-Angriff aufs Sternsystem Shiel. Nein, zum Glück habe ich das laut vorgelesen. Okay. Gut. Dann machen wir weiter. Lassen uns nicht lange aufhalten. Missionsüberblick. So, was haben wir? Die Kontrolle über den Militärlager auf Tuchanka übernommen. Landen sie auf Tuchanka und interessieren sie alle Operationen von Cerberus. Tuchanka. Citadel verbessert das Energieraster. Haben wir noch nicht. Banning beweisen. Müssen wir noch abgeben. Citadel Wärme haben wir, glaube ich, noch nicht. Haben wir noch nicht. Jo. Blazen. So. Das Gebiet wäre fertig. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was mit dem Anos-Becken war. Wir fliegen da nochmal hin. Ich muss mir endlich die Gebiete merken, wo wir nicht rein können. Also, weil es keinen Sinn macht. Und das hier ist eins davon. Bye! Ne? Sonst ist immer noch alles auf 100%, ja? Ninmar Cluster. Ninmar Cluster, da war doch gerade eben eine Quest. Oh Mann, ich bin jetzt dumm. Das war doch gerade eben. Petra, Milanes, Gemini, ja, das passt alles noch. So. Also auf Tuchanka haben wir jetzt 743 Quests. Nith. Ich weiß, was auf Nith ist. Oder bei Nith. Wow. So. Winzige Planeten. Signal bestätigt. Und ein riesiger Stern. Da komm. Da gucken wir mal kurz. Mantun. Nur 641 Grad ist ja niedlich. Nith, ein blauer Gigant der Klasse B, war einst das strategische bedeutsamste System im Gebiet der Kroganer. Für besiedelbare Planeten ist Nith zwar viel zu heiß, aber er strahlt mehrere tausendmal so viel Energie ab wie Sol im System der Erde. Mithilfe der salarianischen Unterstützungsteams bauten die Kroganer im Orbit um Nith eine Kette von Solarenergiekollektoren, die an, also quasi eine Art Dyson-Sphäre. Die Anlage schickte Energien zur Partikelbeschleunigung auf der Oberfläche von Mantun, die Antiprotonentreibstoff für Kriegsschifftreibwerke herstellten. Während der kroganischen Rebellion gelang es Spectre-Agenten, ein Virus in die Computer der Solarenergieanlagen einzubringen. Jede fünfte Anlage aktivierte daraufhin ihre Bremstriebwerke, die Anlage dahinter verursachten einen Auffahrunfall und alle endeten als Trümmerhaufen. Yay. Mittlerweile ist daraus ein stabiles Ringsystem geworden. Die Kroganer verfügten nie über die Ressourcen, um die Solaranlagen ein zweites Mal zu bauen und mussten damit für den Rest des Krieges auf die Hauptquelle ihres Treibstoffs verzichten. Na gut. Ach, das war's schon, mehr gibt's hier gar nicht. Nur Treibstoff. Und 100% der Aktivposten bereits gefunden. Bye. Das ist ja blöd.
Brauche ich eigentlich gar nicht weiter scannen, ne? Noch ein bisschen Treibstoff gekauft. Gut, dann gehen wir mal auf Tuchanka. Wir können es wohl nicht weiter verhindern. Wir haben unsere 700 Quests hier. Die Frage ist bloß, den Mantel machen wir dann als letztes. Wir fangen mit dem Cerberus-Angriff an, hätte ich gesagt. So, da das eine sehr kurze Mission war, nehmen wir die beiden einfach nochmal mit. Ja. Die Waffen. Dann nehmen wir mal das Geth-Plasma-Gewehr mit. Und bei der Pistole. Ja, einfach wieder die. Nehmen wir die Akolyt mit. Immer noch 200% Aufladetempo der Kräfte. Nice. Cerberus-Truppen landen abseits der Tuchanka-Schlachtfelder. Ihr Ziel scheint eine alte Boden-Weltraum-Kanonenanlage zu sein, die seit den kroganischen Rebellionen nicht mehr benutzt wurde. Sie hat keinen militärischen Nutzen. Und die Kroganer sind zu weit verteilt, um sich darum zu kümmern. Wissen wir, was Cerberus vorhat? Nein. Aufessen 1 und 1. Cerberus niemals ohne Plan handelt. Halten Sie sie auf und stellen Sie dabei gleich fest, was Sie vorhaben. Wird erledigt. Hoffentlich. Hackett Ende. Anscheinend hat Cerberus die Kanone einsatzfähig gemacht, Commander. Ich gehe wieder hoch und sehe mir an, worauf Sie schießen. Tun Sie das. Okay. So, wie schießt diese Waffe? Ah, okay, wie das Sturmgewehr. Schießt immer schneller und ich glaube auch präziser, ne? Ja. So, also seine Waffe wäre auch ziemlich praktisch für die Kroganer. Wenn sie die Zeit hätten, sich darum zu kümmern. Das ist auch eine der Missionen, beziehungsweise der Maps. Oh. Für den Multiplayer. Behalten Sie es im Auge, Lieutenant. Wird gemacht. Das ist also wieder nur so eine kleine Sidequest. Alles klar. Wechseln wir mal. Ah! März, lass nach. Wow. Okay, die Waffe ist auch nicht gut. Alle Waffen, die man aufladen muss, bevor sie schießen, sind eher so meh. Meistens zumindest. Nicht unbedingt alle, aber wirklich die meisten. Die geht ja zum Beispiel auch, obwohl man die quasi vorher aufladen muss. Weil am Anfang schießt sie langsam, unpräzise. Kontrollzentrum gesichert. Übernehme Kanonensteuerung. Wir holen dieses Schiff vom Himmel. Medkit. Wow. Alte Rasterpläne. Nicht die Art von kroganischem Relikt, mit der ich gerechnet hatte. So. Oder müssen wir da in der Nähe bleiben? Müll. Nice. Vielleicht nochmal hoch. Ich glaube, ich muss da in der Nähe bleiben. Ja, anscheinend. Sie ziehen den Stecker! Sie müssen die Energieversorgung wieder einschalten. Dann los!
Feinde im Anmarsch! No! Warte, wie sie mich gerade weggebröselt hat.